Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich wieder am Start für euch mit einem Spieletest und heute spielen wir Snipers vs. Tives. Und ja, bevor ich anfange, noch vorweg, heute Abend kommt wieder 19:30 ein Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, Leute. Und vielleicht knacken wir heute sogar noch die 100 Abos. Ich weiß nicht, mal schauen. Und los geht's jetzt mit dem Spieletest. Also wie ihr seht, kann man hier zwischen Sniper und Tief wählen. Ich habe erst ein bisschen gespielt schon. Wie ihr hier an dem Geld sehen könnt und an dem Gold. Das ist ein Gold, ist nicht viel. Aber trotzdem. Und ja, ich heiße BMG und bin Rang 21, ist schon ziemlich hoch und Level 11. Habe erst ein bisschen gezockt, aber naja. Und jetzt werde ich euch das Spiel mal vorführen. Also hier kann man wählen, wie schon gesagt, zwischen Sniper und Tief. Und wir nehmen jetzt einfach mal den Dieb und wir trainieren erstmal eine Runde und dann machen wir Play. Auf jeden Fall lädt das jetzt und hier kann man sich jetzt seine Gadgets aussuchen. Ich habe schon einige, aber ja, was nehme ich denn? Ich könnte das hier mitnehmen, oder? Machen wir das? Könntchen. Und ist nicht unlocked. Ich könnte es aber unlocken, aber will es nicht. Will nicht, will nicht. Ja, auch kein Problem, dann spielen wir halt mit den Gadgets, die wir hier oben haben. Das sollte eigentlich auch funktionieren und machen wir einfach mal Go. So, jetzt kommen wir in die Map-Auswahl. Suchen wir uns einfach mal irgendeine raus, irgendeine beliebige, machen wir random und Go. Dann sollte es eigentlich auch schon losgehen. Jetzt sind wir am Transporter, in den wir dann entkommen müssen, nach dem Diebstahl. Das Spiel hier geht auf Zeit. Einige von euch kennen das bestimmt schon, aber ja, ich wollte es euch trotzdem nochmal zeigen, da es auch echt viel Spaß macht. Und ja, jetzt lädt es erstmal noch ein bisschen und wir sehen uns dann wieder, wenn ich im Spiel drin bin. Also bis gleich, Leute. So Leute, jetzt sind wir drin und da oben sitzt auch schon der Sniper, mal schauen, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall, ich fange nicht an, ich lasse die anderen mal dem vorgehen. Dass der Sniper ein bisschen abgelenkt ist und auf jeden Fall kann man das hier versuchen. Vielleicht nützt das was. Ja, das schaltet eigentlich alle Fallen im Umkreis aus. Und jetzt gehen wir dahinter und springen erstmal ein bisschen, dass er uns nicht trifft. Easy. Oh mein Gott, kommen wir hier durch? Nice. Wo gehen wir jetzt lang? Ich glaube, wir gehen hier hinter diese Büchsen. Das sollte was werden. Der Sniper trifft nicht. Er hat nicht getroffen, er ist noch abgelenkt bei dem anderen da drüben. Und jetzt darüber sollten wir eigentlich schaffen. Easy. So, der geht jetzt ein bisschen langsam, aber wir haben es geschafft. Jetzt lasse ich den erstmal wieder auftanken. Und dann gehen wir eigentlich weiter. Ich würde sagen, hinter den blauen Container. Und davon noch die Faust draufhauen. Vielleicht lenkt ihr ihn das bisschen ab. Ja, er wurde getroffen, oder? Sah so aus. Vielleicht wurde er getroffen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht genau gesehen. Aber wenn er getroffen war, ist er ein bisschen abgelenkt. So, jetzt hinter die Kiste und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Einmal durchsichtig machen, schaffen wir, easy. Und jetzt bis davor, das sollte eigentlich was werden. Das sollte eigentlich glatt gehen. So, spring, spring, spring und hinein, wir haben gewonnen. Nice, you got away. So, weg sind wir. Jetzt lädt's wieder etwas. Ja, ich werde hier wieder einen Cut machen, also bis gleich, Leute. So, dann sind wir auch schon da und wir haben eine Trainingscase bekommen, die können wir gleich öffnen. Nein, können wir nicht, ist noch eine Legendary Case drin. Und ich würde sagen, weil das Video eh schon 5 Minuten geht, werden wir in diesem Video nur den Dieb machen und im nächsten werden wir den Sniper machen. Also machen wir jetzt nochmal ein Play mit dem Dieb und kein Train. Mal schauen, wie das wird. Und ja, Leute, dann sehen wir uns gleich im Kampf wieder und bis gleich. So, da bin ich wieder und jetzt sind wir im Hafen und diesmal bei Nacht, also ein bisschen dunkler ist es schon. Und ja, versuchen wir mal bis zur Kiste zu kommen, aber das geht wahrscheinlich schief, da er da auch noch steht. Geh weg, geh weg. Mann, geh weg, Junge. Oh mein Gott, das hätte richtig schlecht ausgehen können. Und jetzt dahin und da rennt er auch schon wieder hin, das nervt etwas. Aber jetzt ist er weg, oder? Er ist weg. Der Sniper kann mich nicht treffen, nice. Er hat ihn getroffen, perfekt. Geh mal weg, Junge. Das ist dann auch weiterkommen.
Schieß mal mit der Faust drauf, vielleicht wird das sogar was. So, geh hoch. Und jetzt hinter die Kisten. Ich werde auf jeden Fall das Geld von ihm noch einsammeln. Das könnte noch was werden. Das Geld ist auf jeden Fall richtig wichtig. Vielleicht schaffen wir da sogar noch die 4K. Ja, wir sind bei 5K 38. So, bis davor, easy. Und er hat uns immer noch nicht getroffen. Er hat noch nicht mal versucht, auf uns zu schießen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal dahin. So, er sieht uns nicht, er sieht uns nicht. Nice. Er hat uns nicht gesehen. Das ist komisch, warum er uns nicht sieht. Weiß ich auch nicht. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall durchsichtig nochmal machen. Er kann hier eh nicht treffen und jetzt bis vorgehen und dann war's das auch schon. Er sieht uns immer noch nicht. Oder doch? Oh mein Gott, oh mein Gott. Renn, renn, renn. Oh mein Gott, war das knapp, Leute. Wir hatten nur noch 100 Leben ungefähr. Und er hat uns zweimal getroffen und das waren 200 Leben Abzug. Ja, Leute, jetzt lädt's wieder und ich mache einen kurzen Cut. Bis gleich. Und jetzt sitzen wir wieder in einem kleinen Laster und wir haben eine Special Case bekommen. Und plus einen Stern und drücken mal auf Continue. Mal schauen, was passiert. Ob wir weiter sind oder nicht. Ja. Wir haben auf jeden Fall 4 Sterne und dann haben wir schon wieder was abgeschlossen. Das ist doch gut. Und dann bekommen wir das, glaube ich, oder? Continue. Vielleicht haben wir die Maske bekommen. Auf jeden Fall war es das schon wieder mit dem Video. Heute Abend kommt ein Livestream 19:30. Vergesst das nicht. Und ja, Leute, auf jeden Fall, das Spiel hat richtig viel Spaß gemacht. Ist nur weiter zu empfehlen. Und in der nächsten Folge kommt der Sniper dran. Haut rein, Leute, bis heute Abend und ciao.